jetzt. Okay, ich habe jetzt 2 Minuten Zeit. Also, meine Episode hat geheißen Hartlgasse 16a. Das ist die erste Episode von Kottern. Ich kann meine Schrift nicht gut lesen. Ich habe da ziemlich viel geschrieben. Es sind 4 Zettel. Grundsätzlich geht es um den ersten Kottern. Der ist ausländerfeindlich noch gewesen. Und der hat, also ich zitiere mich selbst, der Postler sauft im Dienst mit 37-Jähriger. Also ich habe diesen Satz sehr zentral da platziert. Das ist anscheinend wichtig. Und schreibt dazu noch hin, schon aus. Best Porno-Anfang ever, ein Aquarium-Hobby, ein Hamster auch. Das war der Anmachspruch von der Frau an den Ding. Um was ist eigentlich gegangen? Also um einen Mordanfall anscheinend. Die Hausmeisterin sagt zu Euden, wenn's, was? Ich kann meine Schrift nicht lesen. Und dann steht Euden's Negotion, also das ist anscheinend auch sehr wichtig. Dann kommt das CSI von der Wiener Polizei. Polizei, ja, im Ausland. Ja. Hälfte. Und der CSI-Mann, da gibt es einen Doblik anscheinend, Architekt, der ist umgebracht worden oder so. Und es geht um eine Blume, also die zwei alten Frauen im Haus in der Hartlgasse 16a, wo der Mord passiert ist, streiten sich um eine Blume. Dann habe ich mir da ein Herz aufgezeichnet, das heißt Liebe und so. Und da steht, der Opfer war der Student am Häusl. Anscheinend war ein Student am Häusl. Und am Schluss habe ich dann noch geschrieben, können wieder rauf huren oder kurbeln, ich kann es nicht lesen, auf jeden Fall, irgendwas wird darauf gehurt oder gekurbelt. Und bei einer Bremsung gibt es einen Headbutt, weil er nicht angeschnallt ist. Referenz, in den 70ern war Sicherheit noch nicht so wichtig. Du hast noch 15 Sekunden. Okay, und dann steht, obwohl der Jugoslawe unschuldig war, nimmt er ihn mit auf die Polizeiwache. Zeigt Rassismus der 70er Jahre. Ja,